Denkt ihr darüber nach, eine Immobilie mit Geschichte zu kaufen, also Baujahr vor 1949? Häuser dieser Jahrgänge haben ja oft diesen ganz besonderen Altbaucharme. Wenn ihr euer neues Heim energieeffizient saniert, dann könnt ihr viel CO2 einsparen und eine attraktive Förderung bekommen. Bei Häusern dieser Jahrgänge könnte insbesondere bei drei Punkten Sanierungsbedarf auf euch zukommen. Erstens Wärmedämmung. Wände und Dächer sind häufig komplett ungedämmt. Das Resultat der Wärmeverluste ist entsprechend groß. Zweitens Feuchtigkeit. Die Keller sind häufig nicht ausreichend abgedichtet, sodass Feuchtigkeit dann vom Boden die Wände hochsteigen kann. Bauschäden oder auch Schimmel sind dann vorprogrammiert. Drittens Denkmalschutz. Und da spiele ich direkt den Ball weiter an unsere Energieeffizienzexpertin. Frau Professor Essig, worauf muss man da achten? Viele Gebäude dieser Zeit stehen tatsächlich unter Denkmalschutz. Eine energetische Sanierung ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist dabei nur, dass wir Fachexperten oder Fachexperten einbinden, die da auch helfen, historische Elemente zu bewahren, wie Fenster, Türen, Böden oder Holzbalken. Bei einem denkmalgeschützten Haus, das vor 1949 gebaut wurde, könnt ihr mit einer Komplettsanierung sehr gut die Effizienzhausstufe Denkmal erreichen. Wenn das Haus nicht denkmalgeschützt ist, ist sogar die Effizienzhausstufe 85 oder noch besser möglich. In beiden Fällen könnt ihr eine attraktive Förderung bekommen. Noch ein letzter Hinweis. Vor dem Kauf ist es wichtig, die Immobilie von Bau- und Energieeffizienzexpertinnen bzw. Experten prüfen zu lassen. Noch mehr Infos zu gebrauchten Häusern und zur passenden Förderung, die ihr dann für die Sanierung bekommen könnt, findet ihr unter kfw.de/nachhaltiges Zuhause.